Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Shadow of the Tomb Raider. In der letzten Folge sind wir hier wieder ein bisschen rumgelaufen und jetzt müssen wir uns einmal kurz Miss Ortiz, das hier anhören. Ihre kürzliche Anfrage. Anhand der Proben, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, wurde ein Wasserqualitätsindex WQI der Flussgebiete nahe dem Dorf Kuwak-Yaku erstellt. Die Auswertungen zeigen, dass die Qualität als schlecht eingestuft werden sollte, da maßgebliche Faktoren wie Verschlammung, chemische Verschmutzung und Schwermetallbelastung festgestellt wurden. Sowohl Trübungen als auch Feststoffe überschreiten die ökologischen Grenzwerte. Wasser mit einer hohen Trübung ist nicht als Trinkwasser geeignet und die große Menge an Feststoffen bedeutet, dass es auch nicht zur Bewässerung verwendet werden kann, da dies zu einer Schädigung der Böden führen würde. In den betroffenen Flussgebieten wird darüber hinaus höchstwahrscheinlich kein Fischfang mehr möglich sein, was sich wiederum negativ auf die Existenz der Einwohner auswirken wird. Des Weiteren lag der pH-Wert im hohen alkalischen Bereich, während der chemische Sauerstoffbedarf ebenfalls die Grenzwerte überschritt. Beides Indikatoren für eine chemische Verunreinigung des Flusses. Wasser mit einem hohen pH-Wert, hartes Wasser, ist korrosiv und kann sowohl Rohrleitungen als auch Kleidung angreifen. Hohe Fluoridwerte im Wasser erhöhen das Risiko, an Leiden wie Zahn- oder Skelettfluorose zu erkranken. Darüber hinaus stellen pathogene Bakterien wie Salmonellen ein akutes Gesundheitsrisiko für die einheimische Bevölkerung dar. Oh oh. Das klingt gar nicht gut. Okay. Jetzt machen wir uns auf den Weg zum Händler. Der scheint ja irgendwie hier drin zu sein oder so. Hier liegt noch was rum. Momentchen. Wenn wir schon stalken, dann stalken wir auch richtig. Diese Geschichte handelt von einigen umliegenden Höhlen, in denen es angeblich spukt. Unheimliche Laute, die aus den Tiefen der Erde kommen. Niemand, der die Höhlen betreten hat, ist je wieder zurückgekehrt. Merkwürdige Geräusche, irgendetwas zwischen Donnergrollen und Hundegeheul. Und ein rätselhaftes Leuchten. Interessant, sowas ähnliches haben wir schon gefunden. Ist das jetzt der Laden? Händler, okay, tauschen Sie Ressourcen und andere Werte. Okay. Hast du einen Dietrich? Bist du an einem Handel interessiert? Hallo. Lass mich raten, du sollst mich für Omar aufmischen. Von mir kriegt der Mistkerl gar nichts. Wovon redest du denn da? Was ich... Tut mir leid. Das Messer, die Waffe... Ich dachte... Na, vergiss es. Suchst du was Spezielles oder siehst du dich nur um? Was hast du denn? Was ich habe? Das hier ist Kuwak-Yaku, eine der größten Ausgrabungsstätten in Südamerika. Naja, sie könnte es sein. Sie sollte es sein. Wenn die Plünderer nicht wären? Ganz genau. Omar und seinen Leuten geht's ums Geld, nicht um Geschichte. Ich verkaufe Objekte von kultureller Bedeutung. Vielleicht beschädigt, aber man kann sie restaurieren. Ich zeig dir, was ich habe. Okay. Was können wir denn so verkaufen? Bin ich jetzt auf dem Verkaufen-Tab? Anscheinend schon. Okay, wir verkaufen mal drei. Viel Spaß. Hiervon können wir, glaube ich, alle verkaufen. Ausgezeichnete Wahl. Ich verkaufe ja, gerade so doch, genau. Schwarzpulver, nein, das hätte ich noch gerne. Bergungsgut würde ich auch noch ganz gern behalten. Federn auch. Die Goldstücke, mit denen können wir halt überhaupt nichts anfangen. Die bringen uns richtig Geld. E-Max, okay, 3200, das ist ordentlich. Ja, damit können wir auch nichts machen. Ausgezeichnete Wahl. Von den Pilzen verkaufen wir auch mal ein paar. Viel Spaß. Von allem, wovon wir so viel haben, ganz ehrlich, davon verkaufen wir einfach die Hälfte. So macht man Geschäfte. So, Ausgezeichnete Wahl. Der hatte zwar nicht wirklich was, was mich wirklich krass interessiert. Viel Spaß. Aber... Also 2 von 20. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich verkaufe einfach eins. Macht man Geschäfte. Was ist das? Moment, was ist das? Fell, ja. Gut, behalten wir erstmal. Davon können wir auch welche verkaufen.
Gut, was hast du jetzt so zu kaufen? Ein Revolver möchte ich nicht unbedingt. Ein Pistolenvisier. Du hast nicht zufällig eine Schrotflinte, oder? Nee, das hat er nicht. Schalldämpfer. Oh yes. Ausgezeichnete Wahl. Preisangebot, Errungenschaft freigeschaltet, alles klar. Ich weiß nicht. Ich glaube, die nehmen wir mit. Viel Spaß. Pfeile brauche ich nicht unbedingt. Das Zeug habe ich ihm verkauft. Ja, wenn er wenigstens einen Dietrich hätte oder so, aber das hat er jetzt nicht unbedingt. Ein bisschen Bergungsgut könnten wir ja mitnehmen. Für einen Tausender. Ausgezeichnete Das Wahl. passt schon. Es war nett, Gut. mit dir zu handeln. Dito. Wo war diese Mission, die mir hier angezeigt wurde? Wandgemälde. Hier gab es doch noch eine andere Mission. Mit irgend so einem Typen, oder? Ich weiß nicht, ich gehe noch mal kurz raus und schaue jetzt noch mal. Ich setze das einmal kurz um. Ich kann das nicht umsetzen. Strange, okay. Hier gibt es ein Wandgemälde. Dann gibt es hier das Ding. Was ist das hier hinten? Was ist das? Hallo, Spiel. Totems, okay. Boah, hier geht's noch ein ganzes Stück weit hoch. Na, das wird ja interessant. War das das hier? Hallo, Spiel. Mission verfügbar. Okay, dann setze ich das da einmal kurz drauf. Das war, glaube ich, das, was diesen Typen anging, oder? Der hier Trouble macht. Oder sehe ich Oh das Mann, falsch? Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Es ist. Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Ist er der Es Missionsgeber? wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben, zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war noch mal dein Name? Lara. Ich bin Viktor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Das mag Lara auch nicht. So. Weiß ich nicht, ist das der Typ? Verpiss Omar? dich! Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. Oh, ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Okay. Hier können wir leider nichts klauen. Können wir nochmal mit ihm reden? Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. In der Bar. Die ist wohl da hinten. Ich glaube, das ist gerade nicht schlecht, den Menschen hier mal was Gutes zu tun. Haben wir hier drin nicht schon rumgeschnüffelt? Ich meine, ja, ich erinnere mich daran. Da meine ich, da kann ich genau, da könnte ich nicht neben dem Müll schlafen. Hallo. So, wo ist die Bar? Ach so, da waren wir am Anfang. Ach, anstrengend.
Moment, ich kann einmal kurz gucken, ob der Schalldämpfer jetzt auf der Waffe ist. Inventar. Pistole. Hier habe ich ja jetzt die neue gekauft. Das ist die alte, oder? Moment, jetzt habe ich eine AB45 und eine CTD. Das ist die neue. Genau, ausrüsten, yes. Okay, was bringt das? Auslöseempfindlichkeit ermöglicht höhere Feuerrate, auf jeden Fall. Okay, dafür reichen die Ressourcen nicht aus. Haben wir hier noch irgendwas? Einzelne Sachen kann man hier noch machen, das ist ganz gut. Wenn ich wenigstens wüsste, was ich dafür brauche. Strange. Hier könnte man auch noch irgendwas machen, aber das ist ja Schwachsinn. Ach, da steht das, was es kostet. Okay, ich gucke einmal kurz hier. Achso, okay, dafür fehlt jetzt Fell. Ist ja strange. Okay, man braucht Fell, um das zu verbessern. Zwei Fähigkeitspunkte. Irgendwas wollte ich auf jeden Fall machen, aber ich weiß gar nicht mehr was. Das hier machen wir auf jeden Fall. Gesundheit. Oh, das braucht 4. RIP. Hey, nein, wir haben 4 Fähigkeitspunkte. Ach, das habe ich jetzt erhalten. Okay. Oder hatte ich das schon? Ich weiß es nicht. Ja, nee, ich weiß nicht. Ist eigentlich relativ unnötig. Das ist vielleicht nicht schlecht. Oh, okay, das ist nicht schlecht. So, was haben wir hier noch? Das ist auch nicht schlecht. Ja, und den Rest haben wir ja jetzt soweit erstmal fertig. Den Rest sparen wir. Und ja, kümmern uns jetzt erstmal um den Kram. So. Alles kann passieren. Hallo? Ich suche nach Marco. Warum? Weshalb? Ich will nur mit ihm reden. Er will wirklich keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Arbeit? Ja. Ja, klar. Also, bist du Marco? Sag mir, dass Omar dich nicht schickt, um Ärger zu machen. Wenn eins dieser Tiere meinem Sohn was tut, dann... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Mein Knie ist kaputt, also hat Omar Pablo als Ersatz zur Ausgrabung geschickt. Er sagte, ich sei jetzt Personalchef und müsse Ersatz finden, sonst... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Ja, ich befürchte, er behält Pablo da, auch wenn ich ihm jemanden bringe. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. Dich? Wirklich, du? Würdest du das tun? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Danke. Wenn du Pablo siehst... Sag ihm, ich bin hier. Okay, ist das jetzt eine komplett... Das ist jetzt eine komplett andere Mission. Aber ich würde sagen, wir machen das erstmal. Da habe ich gerade richtig Bock drauf, dass wir den Affen mal in den Arsch kicken, damit die sich hier aus dem Dorf verpissen. Ich glaube, wir müssen in die Richtung, oder? Ja. So, ist das hier schon der Stadtrand? Ja, danke Steam, dass du dich immer wieder für mich öffnest. Ich weiß es nicht, wie soll ich da hinkommen? WTF? Dadurch doch safe nicht. Nee, das führt ja zu dem Grab. Wie geht das? Wie komme ich da hin? Ich setze da mal ein Dings zu.
Geht das nicht? Nö. Dankeschön. Nee, ich muss da irgendwie anders hin. Vielleicht durch den Weg, durch den wir gekommen sind, irgendwie? Kompliziert. Da kommen wir auf jeden Fall, glaube ich, nicht rum, oder? Oder müssen wir dann wo ganz anders lang gehen? Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, ist das wohl der Weg? Irgendwie ist das auch schon wieder ein komplett anderer Weg. Also kommt mir wenigstens so vor. Okay, hier liegt noch Zeug rum. Peruanischer Dschungel. Ich war eigentlich ziemlich sicher, dass wir von hier kamen, aber hier liegt so viel Zeug rum. Doch klar, wir kommen von hier, ich erinnere mich doch. Wie soll ich da jemals wieder hochkommen? Nein, das ist auch eh falsch. Ja, wir gehen in eine komplett falsche Richtung. Wie? Also jetzt ernsthaft, ich verstehe das gerade nicht. Vielleicht hierüber irgendwie? Das könnte funktionieren. Oder? Ich guck nochmal kurz. Ja, das könnte funktionieren. Anstrengend. Aber immerhin liegt hier noch viel Kram rum, den wir mitnehmen können. Und den Lara auch einfach so einsteckt. Na gut. Da liegt noch eine Kiste, die holen wir uns nochmal schnell. Strange. Ich habe nämlich echt Bock, dem Typen in den Arsch zu kicken. Er chillt hier immer noch mit der Ollen, obwohl wir jetzt schon mehrere Stunden unterwegs waren. Alles klar. Boah. Anstrengend ist dieser Müll. Oder? Da war ich noch nicht. Oder doch? Oder doch nicht? Ich weiß es nicht. Boah, keine Ahnung. Wir gehen einfach mal gucken. Oder war das hier? Nee, es geht hier noch weiter. Unter dem Ding her quasi. Okay. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und dann gib it beef. Hallo? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Lass dich nicht täuschen. Das hier ist ein guter Ort. Schwierig, aber gut. Dein Garten hat den Sturm wohl überlebt. Durch Glück und harte Arbeit. Wir haben ihn gemeinsam angelegt, also haben ihn auch alle geschützt. Okay. Das klingt ja nett. Hier geht's dann wahrscheinlich dahin. Ich würde aber mal behaupten, wir setzen an der Stelle mal einen Cut. In der nächsten Folge werden wir dann versuchen, die Leute von der Ausgrabung zu retten. Und ja. Was hat Lara noch hierzu zu sagen? Nichts. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. You said you